Guten Tag, willkommen zurück zu Overwatch zu einem neuen Video. Das Beste in 2023, was bei mir noch kommt und so. Ich möchte euch noch mal kurz noch mal was sagen über mein Bein. So ein paar Sachen geht 20 Minuten. Mein Bein ist ein bisschen wieder heile, würde ich mal sagen. Kann ich nicht zum Sitzen mal hinkriegen. Also so, dass es wie wenn du, wenn ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr sitzt, dass euer Bein ja so gerade nach unten neigt mit eurem euer Unterbein, wo euer Fuß dran natürlich klebt, ist ja nach unten geneigt. Wenn ich das mit dem Bein mache, dann quasi funktioniert das irgendwie nicht, weil man merkt schon, ich merke schon, wie das zehrt dann. Naja. Mehr kann ich euch dazu auch erstmal nicht sagen. Nächste Woche Montag kommt nochmal eine kleine Sprechstunde in einem Krankenhaus. Und am 2.10. wahrscheinlich MRT. Ja. Oder wahrscheinlich verwechselt, sorry. Was ich jetzt noch sagen möchte, ist Teaser 2023 und so ein Scheiß. Ganz schnell, weil bin fast komplett am Ende des ganzen Jahres. Das ist so, das Jahr ist nicht mehr so lang, wie man denkt. Muss ich ganz schnell, und ich meine auch schnell, versuchen, ganz viele Videos. Alte Spiele, neue Spiele, ist mir scheißegal. Aber ich versuche es nur ganz schnell, so schnell wie es geht, viele Videos zu drehen. Und ja, wenn ich es hinkriege, wenn ich es hinkriege, für euch paar alte Spiele rauszufischen, die ihr sehen wollt, mache ich es gerne. Kein Ding. Das Mortal Kombat 11 ist oder Mortal Kombat X, ich mache es. Aber worauf ich keinen Bock habe, dass ihr irgendwie, falls ihr mich fragt, warum ich kein Mortal Kombat spiele, ist einfach nur das Grund, ich hasse solche Spiele. Und generell, okay, ich habe nichts gegen mehrere Spiele. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ein paar Spiele sind echt der Trash 2023. Ja, ich möchte euch nur kurz in diesem Video, eigentlich wollte ich euch noch mal was mehr zu Trailer sagen. Selbst die Schönste. Ja, wir gehen jetzt zum Trailer. Teaser 26.09. Wenn ich es nicht hinkriege, also wenn ich es vergesse oder so, dann 3.10. Wenn ich es dort vergesse, gucke ich mal nach, wann ich dann da Zeit habe. Und jetzt kommt das andere. Die Vollversion, also von dem ganzen Kurzfilm oder Langfilm, der 50 Minuten gehen wird. Kurzfilm 50 Minuten. Bin noch so überlegen, am 30.09. 2023. Ja, dieser Moment, wenn man einen Punkt macht und das Handy es nicht will. Oder am 20.10. 23. Und jetzt kommen wir halt zu den anderen Sachen. Der Film wird bisher in 50 Minuten gehen. Ich werde gucken, was genau gemacht wird, wo wir in welchem Spiel oder in Real Life gemacht wird. Auf jeden Fall, ich hoffe, an den beiden Tagen wird mein Bein gesund sein. Wir haben jetzt schon den 21. 21:12 Uhr. Scheiße. Und ich muss euch jetzt ein bisschen schneller erklären, weil ich keinen Bock habe, so 22 Uhr ein Video hochzuladen. Dann hätte ich jetzt heute Schluss gemacht, was ich nicht will. So, dann haben wir noch zwei Sachen. Erstens, der Kurzfilm. Guck, ich dürfte ja leider die Uhrzeit nicht erfahren, noch nicht. Erst sobald ich den Teaser gemacht habe. Und ja, mehr wisst ihr erstmal dazu auch noch nicht. Welches Spiel das wird und so, das muss ich nochmal abklären. Dann haben wir das auch schnell abgehakt. Das nächste, was ich abhaken möchte, gerne, schon seit, glaube ich, seit dem Beginn 2023, ist der Grund, warum ich keine
keine Real-Life-Videos mehr so mache wie Unboxing oder so. Okay, Unboxing habe ich im Februar, März oder so gemacht. Und zwar da, wo wir die Filme von Saw unboxed haben. So, warum ich gerade keine Real-Life-Videos mehr drehen will, ist, ich habe einfach keine Ideen. Ich könnte wahrscheinlich Fast-Food-Challenge oder so machen. Aber das Ding ist, ich müsste das so machen, dass ich es schneide oder mehr gesagt trimme, dann auf so ein Schneidprogramm richtig gut zusammenschneide, zusammenquetsche. Und ja, möchte ich halt nicht. Wäre auch mir einfach zu anstrengend und ich würde wieder bis 1 Uhr nachts hier sitzen. Die andere Sache ist, also das ist jetzt nur für YouTube, die YouTube-Programme werden bei mir nicht eingestellt. Best of Overwatch vielleicht schon. Overwatch kriegt wahrscheinlich keine Videos mehr. Ja, das ist das letzte gewesen. Best of Overwatch. Tobian kommt um 23.10 Uhr oder so. Werde ich gucken, wann genau. Dann, ja, was soll ich weiteres sagen? Irgendwann werde ich für euch Vlogs aufnehmen. Und hier, das ist jetzt für YouTube kurze Programm gewesen. Dann würde ich noch mehr im Oktober, würde ich mir sagen, oder mehr gesagt über TikTok, Instagram und so, ich würde gerne sagen, TikTok stelle ich noch nicht ein, Instagram bin ich mir noch nicht so sicher, weil, na gut, TikTok ist so eine App, wo man einfach nur nach Likes geiert und Follower geiert, sowas fahre ich irgendwie nicht, so, deswegen habe ich auch so viel abonniert. Ich brauche keinen blauen Haken. Ich brauche nicht mal bei Instagram 10.000k. Es ist einfach nur langweilig. Bei Instagram muss 10 Jahre warten, bis das Video oder das Bild geschnitten wird von Instagram oder so. Aber wisst ihr, was mir eigentlich am meisten aufgefallen ist, was TikTok, Instagram und YouTube gemeinsam haben? Werbung. Richtig, über Werbung will ich auch reden. Warum bei meinem Kanal nie Werbung angezeigt wird und so, ist einfach so. Wer will seine Zeit verschwenden, indem er sich 10.000 Jahre Werbung anguckt? Warum? Wieso? Wieso braucht man Werbung? Man kann auch einfach Zeitschriften öffnen oder, keine Ahnung, weiteres. Fernseher gucken, das ist auch nervig mit Fernseher gucken und so. Aber ich hasse es auch generell, ich glaube jeder weiß es in Deutschland, dass das Internet Shit ist. Und darüber will ich auch noch mal ein bisschen reden. Manche Videos kommen auch manchmal verspätet. Wegen dem Internet. Ihr kennt das ja, den Spruch, das stärkste Internet Deutschlands oder der Welt oder was weiß ich. Ob das stimmt, glaube ich nicht. Aber es nervt schon sehr hart. Also, ja. Ich möchte euch auch generell nicht so viel rumreden. Wir werden natürlich erstmal ein paar Let's Plays machen, noch durch, wie Horizon, Borderlands, der Pre-Sequel und Minecraft. Minecraft wird dieses Mal durchgespielt, nach dem Ender Dragon keine Videos von Minecraft mehr. Dann Filme fertig mit Minecraft. Der Kurzfilm 30.09. Teaser 26.09. oder 3.10. Weiß ich noch nicht. Wir müssen gucken. Vor allem wir müssen gucken. Ich muss vor allem gucken. Weil ich brauche ja noch die Leute, die mitmachen. Ich brauche die Leute, die... Also jetzt keine... Die Leute können sich selbst eine Rolle entscheiden. Und so. Das ist halt das Problem. Ich brauche dafür ein Darsteller. Ein Typ, der... weiß, was er so tun hat. Ein Kameramann brauchen wir jetzt nicht so. Kameramann brauchen wir nicht. So ein... Wir brauchen ja nur generell ein Spiel, wo wir alle gemeinsam drin sitzen können, spielen können und so. Und ja, es wird hoffentlich witzig für euch. Wir sehen uns. Der Kurzfilm kommt am... Ich glaube tatsächlich, den Kurzfilm schaffe ich sogar am 30.09., wenn 20. oder am 20.10. Die Uhrzeit sage ich euch doch lieber ganz am Ende des Videos. Und zwar am... Und zwar Kurzfilm... Ja, ist noch unklar, welches Datum von den beiden. Um 20 oder 12 Uhr. Das Ding ist,
Ist es jetzt keine Nachahmer von Nespect oder Julian Bam oder was weiß ich, wer noch alles kurz zu mir gemacht haben, bis jetzt kann ich ja nur von den beiden. Ich mach die nicht nach, obwohl Nespect zwar reinster Scheiß. Meiner wird wahrscheinlich noch beschissener, aber ist mir scheißegal, was man darüber sagt. Ist mir einfach kackegal. Es soll nur zum Spaß, Vergnügen, Humor und so sein, okay? Natürlich denken sich auch einige, warum so ein Scheiß? Warum ich jetzt so einen Scheiß mache? Eigentlich würde ich das ab 30 Abonnenten machen, aber ich denke mir so, mache ich es jetzt lieber. Ich mache natürlich auch für. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke mal, ich mache es. So ein Live-Acting würde ich jetzt nicht gerne machen wollen, weil erstens, das wäre zu viel Arbeit. Und ich müsste mein USB-C in mein Handy packen, dann an die PlayStation, dann Video hochladen. Ich habe darauf irgendwie keinen Bock. Also muss ich gucken, wie ich das mache. Dann muss ich es hochladen. Dann, ja, wie schon gesagt, wäre jetzt ein bisschen schwerer. Und ja, ihr könnt jetzt entscheiden, ob ich Live-Acting-Kurzfilm mache, also so ein Live-Action, oder an einen Spiel gehe, dort einen Film mache. Nur das Ding ist, wenn ich einen Film in Live-Action machen werde, dann bin ich natürlich hinter der Kamera und wir machen ein bisschen Spaß. Kurzfilm wird auch ein bisschen knapp. Vor allem, ich kann ja keine Live-Action machen wegen meinem Bein. Vielleicht schon. Gucken wir mal nach, was wie ich habe. Das heißt, ich glaube tatsächlich, wird das erstmal ein Spiel sein. Ich kann ohne Grund, kann ich nicht mit meinem Bein gerade laufen. Ich glaube, mit Abstand wird das sogar nervig, weil ich muss mir die ganze Zeit in den Bein jucken und dann muss ich das rausschneiden und so. Das ist Kacke. Wir werden das so Real Life machen. Ich gucke nach, mit wem alles. Alles gut. Wir werden gucken, Uhrzeiten, wann die Zeit haben und so ein Scheiß. Dann sehen wir uns auch dorthin. Sehen wir uns erstmal in ein paar Spielen. Ein paar Online-Spiele, die wir testen und so. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da. Das war's jetzt auch mit dem Video. 2023 wird noch geiler. Also aufgepasst, was da demnächst noch kommen wird. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und lasst ein Like da und abonniert mich. Ab 30 Abonnenten kommt ein spezielles, geiles Video. Ciao.